Hier installiert Samsung gerade das Image, das System-Image auf dem N510. Das sie hätten vielleicht auch im Werk machen können. Aber so müssen wir halt noch ein paar Minuten warten, bis die Ersteinrichtung von Windows losgehen kann, um es mal gezeigt zu haben. Samsung N510, der erste Start. Hier live gefilmt. Mit einem ziemlich dunkel eingestellten Bildschirm, deswegen sieht man mich da im Hintergrund auch. Das werde ich jetzt aber ändern. Beziehungsweise hier mit dem hellen Hintergrund ist das schon ein bisschen anders. Da geht ein Systemkonfigurationsprogramm an, das ankündigt, einige Minuten zu benötigen. Ja, dann werfe ich nochmal einen Blick auf das Samsung N510 an sich. Zum Beispiel, als da wäre die Tastatur, die mir ein bisschen besser gefällt. Alleine schon, weil die Shift-Tasten recht groß sind und diese Caps-Lock-Taste ein bisschen kleiner gestaltet ist. Darauf getippelt habe ich vorhin schon mal ein bisschen, will ich jetzt nicht, um da nichts zu stören. Das geht auch ganz gut. Recht stabil, biegt sich nirgendwo durch. Die Tastatur ganz okay. Das Touchpad sieht eigentlich auch ganz gut aus. Hat eine Wippe. Und gute Druckpunkte. Ob es Multitouch ist, müssen wir mal sehen. Dann kommen wir mal zurück zum Samsung-System. Einrichtung, da geht es nämlich los. Interessanterweise mit der Möglichkeit, die Partitionierung der Festplatten nochmal zu ändern. Das heißt, man hat eine 160 GB Festplatte eingebaut und die hat einmal einen kleinen Sicherheitsbereich, wo das System drin gespeichert ist, 7 GB groß. 71 GB wird für Laufwerk C vorgeschlagen und 71 GB wird auch für Laufwerk D vorgeschlagen. Das heißt also, dass man die große Platte in drei Teile teilt, einen Sicherheitsbereich und zwei Datenbereiche. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie es ja auf dem System vorgesehen ist. 7, 70 und 70. Und ja, behauptet jetzt, das wäre fertig. Und dann starten wir da mal neu, weil er das angeblich möchte. So, und als nächstes kommt dann auch noch die Samsung Recovery Solution, die den Urzustand sichert und mich alle paar Sekunden daran erinnert, dass man das bei Batteriebetrieb nicht machen soll, wenn die Batterie zu schwach wird. Mal gucken, einfach, ob man das denn hinkriegt oder nicht. Sonst müsste ich das Netzteil anschließen. So, da sind wir wieder beim Samsung N510. Mit Nvidia Ion, hier im Erststart, im Windows Erststart. Ich habe die meisten Sachen schon mal soweit ausgeschaltet. Das heißt, hier dürfte jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Keine großartigen Pop-ups mehr auftauchen. Kleinen Moment abwarten und dann kann man sich das System mal anschauen. Wie erwähnt, soll hier die Nvidia Ion Grafikkarte drin sein. Das kann man ja im Gerätemanager kurz mal gucken. Und da findet sich auch die Nvidia Ion LE. Ich hoffe, man kann es sehen. Die hier PCI-Steckplatz 12 belegt. Nichts weiter. Wissenswertes. Ressourcen. Speicherbereich. Keine Konflikte. IRQ22. Relativ uninteressant. Wichtig ist, dass er gut funktioniert. Es ist hier nur eine aufgeführt. Wer weiß, vielleicht taucht da noch eine zweite auf, wenn man einen externen Monitor anschließt. Oder die ausgeblendeten Geräte. Nein. Okay, somit der Beweis, dass hier das richtige Gerät vorliegt. Samsung N510 mit Nvidia Ion.
wie gesagt, gefiel mir die Tastatur schon ganz gut und so weiter, aber das hatte ich alles schon erwähnt. So dass ich zu den Tests übergehen kann und da zeige ich dann im nächsten Video was von.